Ja, haben Sie sich wohl überlegt, eine Firma zu gründen? Vielleicht schon eine gegründet? Was hast du dir dabei überlegt? Irgendeine Vision, irgendein Ziel hattest du doch. Und wenn du jetzt daran denkst, jetzt gerade eine Firma zu gründen, was ist eigentlich das Ziel? Vor 13 Jahren haben sich das eben auch drei Jungs gefragt. Und die haben sich dann überlegt, ja, was können wir jetzt machen, etwas verbessern, etwas die Welt verändern oder eben die IT zu verbessern, Changing IT for the Better. Das war damals vor 13 Jahren das Ziel der drei Gründer von Puzzle ITC. Jetzt sind wir über 50 Mitarbeiter und bewegen uns immer noch im Rahmen eben von Open Source Software. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was kommt der jetzt und will die IT verbessern? Der Martin Gaffner von Puzzle ITC. Ich bin doch eigentlich gekommen für die Open Source Studie, für Resultate und nicht für Weltverbesserer. Ja, werden wir sehen. Ich will sicher ein paar Zeichen mitgeben, jetzt mit meinem Referat, was eben der Gedanke von Puzzle ITC war, hinter diesem Slogan Changing IT for the Better. Ja, meine Tochter, die hat vor kurzem, hat sie sich eine Kamera gekauft. Und zwar hat sie sich vorher natürlich Gedanken gemacht, was die Kamera alles können soll. Und schlussendlich, ja, sie hat das Sackgeld dafür gespart, das Taschengeld gespart und schlussendlich konnte sie die Kamera bestellen. Und die Kamera kam gleich am nächsten Tag. Große Freude. Ist das nicht Qualität? Man spezifiziert etwas, man kreiert etwas oder man bestellt sich etwas, die Dienstleistung stimmt, die Funktionalität stimmt, rundherum stimmt alles. Wunderbar. Hast du bei dir in der Firma vielleicht schon mal etwas mit ISO 9000 zu tun gehabt? Großes Stöhnen. Na, dann bei den Chefs vielleicht eher, ja. Super, das ist das, womit sich meine Firma profilieren kann. ISO 9000 steht ja auch für Qualität. Und ich habe das jetzt schon dreimal erlebt, zweimal ja eher so im Modus, ja, schon gut und irgendwo hat sich ja dann trotzdem wieder verwässert und ist stehen geblieben. Und dann kam ich in eine Firma, wo ich das anders erlebt habe. Und zwar eben bei Puzzle ITC habe ich das dann so erlebt, dass ich beim Stellenantritt dieses Kärtchen erhalten habe. Das steckt jetzt in meiner Tasche. Und da stehen drei Werte drauf, die wir ja, bei uns eigentlich als die Werte, unsere Werte für die Firma verwenden. Und da ist eben der erste Wert auch die Qualität. Da sind auch einige Texte dazu geschrieben. Ich lese jetzt nur einen Satz dazu vor. Da steht, wir sind am Erfolg des Kunden interessiert und wollen sein Problem verstehen und lösen. Und dabei pflegen wir eine offene Kommunikation. Ja gut, und wo steht ja jetzt der Zusammenhang mit der Open Source? Vielleicht dazu ein Zitat von Linus Torvalds, der den Linux-Kernel entwickelt hat und immer noch bei der Entwicklung voll engagiert dabei ist. Der hat in seinem Buch Just for Fun gesagt, er hat Linux nicht freigegeben, um der Open Source Welt etwas Schönes zu geben. Es war reiner Selbstzweck, er wollte Feedbacks erhalten. Also auch eigentlich ein Qualitätszweck, er kriegt Feedbacks zurück und kann daraus seine Software verbessern. Qualität. Ja. Und davon lebt dann eigentlich auch die Open Source Community, eben durch diesen Austausch. Man gibt etwas frei, kriegt etwas zurück, man ist transparent. Und damit steigt ja eigentlich dann eben die Qualität. Und ich finde das grundsätzlich auch gerade eine Qualität in sich selbst. Offenheit, Transparenz, Austausch miteinander, das ist etwas, was uns die Community vorlebt. Erinnern Sie sich noch an den Netscape Navigator? Das war erstmal proprietär und wurde dann
Open Sourced. Was ist daraus entstanden? Wir wissen heute, wir kennen diesen Browser immer noch als Firefox-Browser. Vor 12 Jahren mit dem Namen Phoenix entstanden und jetzt Firefox. Die Technologie, die Plugin-Technologie von Firefox ermöglicht viele Innovationen, viele Möglichkeiten. Das ist nur ein Beispiel. Und es gibt sogar Familien, die von diesen Softwareentwicklungen, von Plugins leben. Man denke an das AdWords-Plugin, wo der Entwickler tatsächlich von der Weiterentwicklung dieses Plugins lebt. Ein anderes Beispiel, das auch dann die Innovation antreibt, dazu kommt mir gerade in den Sinn, kürzlich, als ich im 5. Stock unseres Gebäudes gearbeitet habe, das Fenster war offen, hörte ich plötzlich ständig so ein Geschrei. So, yeah! Und ich fragte mich zuerst, ja, was war denn das? Bis mir dann aufgefallen ist, ah, das ist aus dem 1. Stock von unserem Pausenraum. Dort haben wir einen Döckeli-Kasten und die haben dort in der Pause ja, Tischfußball gespielt. Das ist eben auch eine Komponente, Teamgeist. Auch ein Wort, das auf unseren Karten steht, aber eben auch etwas, was eigentlich für die Open Source Community steht. Wenn man bedenkt, Release Partys, Open Data Hack Days, das zusammen etwas erarbeiten und dabei aber auch Spaß haben. Manchmal ist es nicht das Geld, gerade bei mir ist es auch nicht das Geld, das mich motiviert, Leistungen zu bringen. Es ist der Spaß, es ist die Freude an Anerkennung, die Freude miteinander etwas zu tun. Zusammenarbeit führt zum Erfolg. Gemeinsam etwas kreieren. Wenn der Teamgeist stimmt, dann stimmt auch das Team. Und das eben auch wieder als bezeichnend eigentlich für die Open Source Community. Was zeichnet denn aber eigentlich Open Source Projekte aus? Open Source Projekte, dazu hat die Zeit, ein Journal vor einem Jahr, mal eine Studie auch gemacht und hat die größten Open Source Projekte untersucht. Und dabei sind eben eigentlich auch wieder diese Werte zum Vorschein gekommen. Nebst anderen technischen, wie zum Beispiel aktueller Zugriff auf den Source Code, also mit einem zeitgemäßen Tool. Das ist etwas Wichtiges für die Entwickler, damit sie auch damit dann arbeiten können. Spannende Entwicklungswerkzeuge, dass man damit eben auch arbeiten kann. Und dann eben wieder die Transparenz, die Offenheit, transparenter Entwicklungsprozess, damit man auch nachvollziehen kann, wie sich das Projekt entwickelt, damit man dort auch mitarbeiten kann. Wenn es geschlossen ist, hat man gar keine Möglichkeit, etwas zu kreieren. Und dann eben auch transparente Entscheidfindung, damit Entscheide nachvollzogen werden können. Und dort eben dann auch gleichberechtigte Behandlung der Mitarbeiter oder der Mitentwickler, damit dort eben auch mitentwickelt werden kann und mitentschieden werden kann. So einige Facetten da draus. Und da sehen wir dann eigentlich auch, OSS, Open Source Software, ist nicht einfach ein Objekt. Es ist mehr, es ist auch mehr als nur der Source Code. Es ist wie eine Kultur, es steckt mehr dahinter. Und das ist dann, ja, das war eigentlich das Slide, das ich vorher zeigen wollte. Was eben dahinter steckt, die Offenheit, die Transparenz. Und dann zusammenfassend eben, es geht einerseits um die Qualität, was das zusammen gibt. Dieses Zusammen miteinander etwas erstellen, das fördert auch die Innovation, weil die meisten Ideen entstehen ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern durch Diskutieren, durch Besprechen mit anderen. Wenn ich eine vielleicht ansatzweise eine Idee habe und ich erzähle sie einem Freund, sofort kommen noch mehr Ideen und Gedanken und schon nur beim Erzählen und dann durch die Rückfrage und durch das gemeinsame Arbeiten. Dazu kann man sicher sagen, nur durch
das gemeinsame Arbeiten werden die richtigen Innovationen gemacht. Also können wir sagen, zeitgemäße Tools, miteinander, transparent, offener Zugang, das ist das, was Open Source Kultur bewegt. Und das ist dann auch etwas wieder zurück zu diesen 13 Jahren oder zu diesem Team. Das ist die Kultur, die wir als Team von Puzzle ITC auch immer leben und vorleben wollen, miteinander. Und da passt dann eben auch gut das Akronym vom englischen Wort, oder das englische Akronym vom Wort Team, Together we achieve more. Viel schöner als das deutsche Akronym, das ich hier nicht wiedergeben möchte. Und daraus ergibt sich dann eben schlussendlich auch das Fazit, durch diese Öffnung, durch Openness, changing IT for a better. Vielen Dank, Martin, für den spannenden Vortrag. Gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Ich habe da also ein bisschen eine böse Frage, also obwohl mir das wahrscheinlich sehr gefällt, was du erzählt hast. Aber ist nicht ein bisschen zu idealistisch, diese Welt? Gibt es da nie Probleme, ist einerseits in Open Source, aber vielleicht auch bei einer Firma? Also ein Problem gibt es ja schon, und das ist die Kommunikation, die elektronische Kommunikation mit Kunden. Und da sagt man dann immer, das sei das Problem. Und das Problem ist dort dann nicht die Open-Source-Software, sondern die proprietäre Closed-Source-Software. Weil die Datenformate, die dort verwendet werden, die sind geschlossen. Und da ergeben sich die Probleme. Die sind aber nicht gegeben durch Open-Source-Software, sondern durch geschlossene Software.